Blonde Mähne, kühler Blick, endlos lange Beine. Michelle Koller macht Männerträume wahr. Die sexy Schweizerin ist das Kalendergirl 2011. Sie wird von Starfotograf Carlos Keller für seinen begehrten Wochenkalender Girls and Legendary US Cars abgelichtet. Letztes Jahr war er erstmalig der Contest mit Bild.de und das lief eben wie Bombe. Es werden extremst viele Einsendungen, viele Bewerbungen für den Contest und aufgrund dieser super Resonanz haben wir eben mit Bild.de beschlossen, dieses Jahr das einfach nochmal zu machen. Die Bild.de-Leser fahren voll auf die kühle Blondine ab. Mehr als 14.000 User haben zwischen den Top 3 Bewerberinnen abgestimmt. Jeder vierte wählte Michelle. Dabei hatte sich die 29-jährige Studentin keine großen Chancen ausgerechnet. Ich habe ja die anderen Bewerberinnen auch gesehen und da waren welche drunter, die, ich sag mal, ein bisschen weiblicher sind, mehr Brust haben, mehr Körper haben allgemein. Und ja, ich habe mir da die Hoffnungen nicht sehr groß geschraubt. Ich war froh, dass ich unter den ersten drei war. Das Shooting findet bei Westside Cars in Hamburg statt. Hier darf sich die kühle Blonde auf heißen Schlitten reckeln. Zwischen Mustang und Pontiac gibt Michelle richtig Gas. War ein super Shooting, war wandlungsfähig, hat absolut kooperativ mitgemacht und dementsprechend kann ich sagen, hat sie verdient. Auch Michelle hat das Shooting auf den teuren Autos sichtlich Spaß gemacht. Sie gibt ihr Geld aber lieber für andere Dinge aus. Ich hätte wahrscheinlich auch gern einen, aber das Geld dazu fehlt vielleicht und ich gebe lieber das Geld für Klamotten und Schuhe aus und Ferien und ja. Kellers Kalender Girls and Legendary US Cars erscheint jetzt zum dritten Mal. Beteiligt sind 21 Models aus Deutschland, Österreich, Schweiz und USA. Für Michelle sind 3 Kalenderblätter reserviert. Und bei diesen Bildern werden die 2000 Exemplare bestimmt ganz schnell vergriffen sein.